hat unser früher Pumpspeicher gebaut, um große Erzeugungsleistungen auszugleichen, wenn die Last schwankte. Das gab es also immer. Und die wurden dann eben auch in den Markt überführt, als die Liberalisierung kam. Und der Speicher hatte deswegen schon immer einen Einfluss auf den Markt. Insofern haben wir nicht nur eine Bedeutung des Speichers für uns als Speicherbetreiber selber, sondern der Speicher hat auch einen Einfluss auf den Großhandelsmarkt. Was in den letzten Jahren dazu gekommen ist, sind zunehmend eben kleinere Speichereinheiten, zum Beispiel in Häusern oder auch Gewerbegebäuden, wahrscheinlich perspektivisch eben auch in Elektroautos. In der Tat ist es so, dass der Speicher keine Größe ist, wie wir sie heute im Netz mit anderen Netzmitteln wie Kabeln, Transformatoren und so weiter haben. Von daher besteht ein Nachteil, was den Rückfluss der Investition anlangt. Vor allem gibt es kein Geschäftsmodell, dass der Vorgang der Flexibilität, ich nenne es mal Flexibilität und nicht Speicher, dass Flexibilität einen Preis bekommt, weil dann könnten Sie die Flexibilität gegen Ihr Investment rechnen. Wenn sich aber Leistung deutlicher abzeichnet als Problem und nicht die Energie, dann wird sich zeigen, dass wir dort Dynamik und Flexibilität brauchen. Und dann glauben wir fest daran, dass diese auch einen Preis bekommt. Und zwar direkt. Und heute ist es indirekt. Also diese Umlagenthematik ist ja nicht neu. Da diskutieren wir, glaube ich, jetzt wahrscheinlich seit es Speicher gibt darüber. Der Herr Bundesminister Altmaier hat vor 2 Wochen ungefähr gesagt, dass dieses Thema in der Legislaturperiode nicht mehr angegangen wird. Wichtig ist, dass wir hier keine neuen Subventionen uns ausdenken, um heute noch unrentable Technologien in den Markt zu drücken. Hier, glaube ich, müssen wir eher in Forschung und Entwicklung investieren.